für meinen, also dass er, der Herzog, dieses Amt übernimmt. Der Horst Kaspar war so, Philosophie, Juristerei und leider auch die Theologie durchaus studiert mit heißen Bemühen, da stehe ich nur nicht, Amateur und so weiter und so weiter. Dann tuschelt er mit den beiden anderen Männern und sagt, gut, machen Sie den Urfaust vor. Und dann habe ich ihn so vorgemacht, so ähnlich oder vielleicht noch, vielleicht ein bisschen besser. Und dann sagte der Anschütz, sind Sie Deutscher? Man wird ja da, kommt in eine Kategorie rein, ja. Da steht im Vertrag, jugendliche Liebhaber bis jugendliche Held. Und mit Verlaub, das waren die für mich damals die fadesten Rollen, die es überhaupt gab. Ich habe immer versucht, mir das abzugewöhnen, Kritiken zu lesen, ist es mir nicht gelungen. Also, und vor allem am meisten leide ich erstaunlicherweise unter den Schlechten und die behalte ich alle im Gedächtnis. Und die Guten? Die vergesse ich. Ja. Wie überhaupt ich der Meinung bin, dass dieser Beruf nur aus Scheitern besteht. Ja? Also glaube, in deinem Fall würde ich, glaube ich, nein, die ganze Bühnengewerkschaft sich anmelden, ja. Auch so zu scheitern. Also ja. Was heißt denn Scheitern bei dir?